Auch ja, gegen 5 Uhr, genau. Also ich denke, nach dieser Season, nach der nächsten Season wird sie aufgehen. Spätestens da, weil du kannst nicht dasselbe Item, hey, fliegt sogar noch eine Elektro-Dings raus, in die Luft. Du kannst nicht dasselbe Item, was du schon 3 Jahre, 3 Seasons lang irgendwie verschiebst, immer noch so behalten, wie es jetzt ist. Irgendwann muss das komplett entfernt werden. Anfangs habe ich so gecheckt eigentlich, dass diese ganzen Medusa-So-Skins durch diese Box rausgekommen sind, dass die da auch schon offen war. So habe ich es irgendwie anfangs verstanden gehabt, also was jetzt. Und wenn sie halt wieder aufgeht, was passiert, kommen dann wieder Medusa und so Tor und so raus oder kommt nichts mehr raus? Ist halt so, weiß er nicht. Mal wieder so eine Season, die schon mal war, habe ich irgendwie keinen Bock darauf irgendwie. Ja. Also wenn Wolverine im Shop, wenn Wolverine im Battle Pass drin ist und man kann sich den jetzt kaufen auch noch, dann ist das scheiße. Dann ist das komplett asozial. Dich fick ich einfach früher. Nee, es gab schon mal Wolverine auf dem Battle Pass. Ich hab ihn auch. Ja, cool, hab ich auch alle gekauft. Hab ich alle. So. Weil da war kein Wolverine dabei. Er ist noch da, das hat sich auch noch nicht geändert. Kommen 2 Bots normalerweise. Dann kommen alle. Mal her. Ich kurz mal voll. Pervers, also. Ich hab das für dich. Ich will da kein unfairer Teammate sein. Ich teile immer gerne. Mein wenig ist eigentlich hier, sogar klar ist mein wenig. So, du kannst dich für eine von beiden Sachen entscheiden, was du haben möchtest. Ja. Von mir können die Ringe drin bleiben und so, aber das Einzige, was mich decken muss, sind diese scheiß Fahrzeug-Upgrades. Die sind so schwul. Die sind so gekauft.
war ein Top. Für 1500. Ich habe auch den Tesla schon, habe ich auch schon. Ja. Die könnte man hier letzte Woche noch spielen, kostenlos. Hier ist ein Gegner. Der Tesla letzte Woche kostenlos noch. Nicht mehr, letzte Woche war Aufgaben noch. Weg jetzt. Oh, mach Quibliert. Fuck you. Die Scheiße mit hier. Hier ist noch ein Pack. Hier ist noch ein Spack irgendwo. Ich weiß, es ist ein scheiß OP manchmal, wenn man gut mit umgehen kann. Ich fahre das auch schon, ne? Er schreckt da aus. Ist nur drin. Kurz hoch. Hast du ihn? Er ist One-Shot. Hab ihn. Bastard-ähnlicher. Jetzt noch mit der Jahr, lol. Er ist gestorben. Kannst du haben, wenn du möchtest. Ich habe auch schon einmal mit der Jahr. Ja, ich hab schon eine. Ich finde die super geil. Die schnelle Kacke finde ich auch zu geil. Ich tue wahrscheinlich durchgehen. Achtung, komm Auto. Ach, so ein Dickster, nein, das wird weiter. Nein, ich hol kalt für dann so. Nee. Das passiert bei mir gerade sehr selten. Das passiert bei mir nur einmal, du kleiner Wichser. Hm.
Nee, die pushe ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf, die Scheiße. Ich habe kein Visier auf die Distanz. Nervt One-Shot. So ein Wichser. Ich hasse Superhelden-Skins. So ein verwichster roten Kobold. Der hat eine Minigun, die ich habe. Oh Gott! Wie er mich in der Luft gesnackt hat, Alter. Kleine Wichser. Aber ich hab's überlebt. Ja. Ich hab gar nichts, bis ich gerade mein komplettes Spray aufbauen, um irgendwie ein bisschen Leben zu bekommen. Wirklich ist es 150. Ball hochladen können. Ich hatte glaube ich so einen Erdrutsch, glaube ich, in dem Netz, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Hat sich ja was geändert. Und die Form hat sich auch ein bisschen geändert von der Map. Das heißt, das wird schon wahrscheinlich daran liegen. Ja. Oder der Megalodon hat sich hingetragen. Weil die war ja genau unter dem Gebäude. Weil der Megalodon ist ja offiziell kein Bösewicht, glaube ich. Er will sich beschützen, dass sie nicht auf. Er will, glaube ich, dass man die nicht öffnen kann. Und du wahrscheinlich willst, dass sie öffnet. Dass er sie öffnen kann. Das kann ich mir irgendwie so vorstellen, so ein bisschen. Aber ob's war es. Oh, du kannst überhaupt nicht. Ja, einmal wurde sie gedreht, die Map. Einmal wurde die Map da gedreht, gespinnt. Also ich hätte irgendwie echt cool gefunden, wenn wir so eine neue Map oder so haben, wo halt komplett Welt ist, wo halt der Jump irgendwie höher ist, so, dass mal die Schwerkraft ein bisschen verändert und so. Das wäre echt eine Abwechslung und coole Sache gewesen. Ah nein, da muss ich ja mit normalisieren. Movement wieder veralten. War das nicht Travis Scott? Aber ich auch dabei war auch cool. Also die Storyline war ja bis dahin noch ein bisschen cool ansehen und anhören. Aber durch den neuen, der jetzt da dran ist, würde die Story dann safe kaputt machen.
Ich meine, die Fortnite-Leute, die Skins und so weiter, die ja spielen, die haben ja kein Gedächtnis mehr. Alles, was hier reinkommt, hat ja kein Gehirn mehr und so. Also, sie sind auch noch, nur noch kontrolliert zum Töten, zum Überleben, Töten, zum Überleben. Die denken ja nicht nach, aber das können sie ja nicht. Deswegen ist deren einzige Sache halt, dass die halt überleben und die Schleife beibehalten. Weil sie nicht wissen, weil sie halt kein anderes Leben auch kennen. Deswegen macht es schon irgendwie Sinn. Ich meine, würde, ich will ja. Keiner mag Veränderungen, keiner mag dies, keiner mag das, keiner weiß, was da passiert, was da passiert. Die hier denken halt nicht weiter, denken, ihre Zeitschleife ist gut und fertig. Das macht, deswegen macht diese Zeitschleife und diese Story auch schon Sinn. Ich meine, so einzelne Fakten und Details sind scheiße überlegt, aber was willst du? Aber wenigstens hat Fortnite eine Story. Überleg dir mal COD. Jedes Jahr aufs Neue gibt es irgendeine Kacke. Und die ganzen CODs verbinden sich halt nicht. Überleg mal, wie viele Seasons wir Fortnite haben. Denkst du, irgendwann würde so viele unterschiedliche Geschichten einfallen, dass es über 30 Seasons so reicht? Ich denke nicht. Weil sie gemerkt haben, dass Fortnite funktioniert, das Thema funktioniert. Bei den Beliebten so, das ist ja immer noch beliebt. Fortnite ist ja früher für einen Höhepunkt gewesen. Aber wir können ja eigentlich froh sein, dass es wenigstens eine Story gibt. Könnte auch einfach so sein, ja, wir ballen einfach ein paar Seasons raus von Geld haben, fertig. Nee, sie haben sich Gedanken gemacht und so, aber dass die Spieler am Ball bleiben, dass sie sehen, ah, ja, da geht es noch weiter, da passiert das. Muss ja interessant bleiben und so, ne? Kennt einer. Da war gerade einer campen im Haus. Halt ab. Er ist safe alleine. Er ist safe alleine. Er hat sich außerhalb der Zone hinkursiert. Nee, ich glaube, ja, das war einer. Das am besten irgendwo Highground besorgen. Bestenfalls glaube ich, raus. Am besten dann. Da ist ein Tsunami. Da auch so. Oder es hat, wie gesagt, weil der hat eigentlich gewusst, was er schaffen könnte, sein Crew. Oder sie haben es mit dem Auto hinterhergezogen. Würde auch gehen. Ja. Wenn die anderen nicht bauen können, ich glaube, die können nicht bauen. Boah, weil was zum Teufel?
Diese Minigun, ne? Ich hab die Armbrust. Sauber. Halt dich nochmal hoch, hier sind Medikits. Und hier ist noch ein Mini, also ein bisschen. Also das Nachladen nicht vergessen. Bis auch zum Nachladen. Ich habe auch meine Armbrust mitgenommen. Was bum bum. Nichts sagen. Wenn du das eine Wort da sagst, verkackt man. Das ist ein Fluch, den auf mir liegt. Gut so. Nicht zu viel sagen. Real Talk, das ist einfach. Einfach auf Ernst, komplett ernst, das ist einfach kein Spaß mehr. Ich hasse es. Ob's Warzone ist, Apex Legends, irgendein Drecksgame, wo man Platz 2 oder 3 werden kann und man sagt dieses Wort, dann verkacke ich. Oder alle, oder keine Ahnung, es ist jedes Mal dieselbe Kacke. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Ah, ich bin so dumm. Ich zwack jetzt schon wieder, ich könnte kotzen. Nachladen. Absolut geil, wir haben gewonnen tatsächlich.